Hallihallöchen, liebe Leute, hier ist euer Dommel von den German Gaming Guys und willkommen zurück in der 13. Folge von Borderlands The Pre-Sequel. Wir sind hier in Jacks Büro. Dort sind wir in der letzten Folge hergekommen. In der letzten Folge hatten wir Jack geholfen, quasi wieder in die Helios rein zu gelangen. Der Anfang einer Eroberung wieder, der Zurückeroberung der Helios, haben drei, ja, Wissenschaftler aus den Fängen von, ja, Sabaton befreit, vielmehr die wurden. Der eine wurde von Stalker irgendwie umzingelt. Wir haben sie halt befreit und Jack hat sie danach getötet. Ja. Super Jack. Ja, viel mehr hatten wir in der letzten Folge nicht gemacht. Und wir machen jetzt in dieser Folge einmal ein paar Sidequests. Und fangen mit der Quest an. Heißsporn, finde Dean. Weil wir herausgefunden haben, dass wir ein bisschen hinterherhängen mit dem Level. Es waren schon Gegner mit einem Totenkopf da. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen machen wir jetzt einfach mal ein paar Sidequests. Und ja. Passt auf, wo du hintriffst. Nein, wir wollen Dean suchen. Kammerjäger, wie fandest du eigentlich die Aktion? Ich bin keine KI. Selbst nach der Luftschleuse hast du noch mit Jack. Du doch auch. Pandora musste gerettet werden, so schrecklich Jacks Entscheidung auch gewesen sein Dialogbug. mag. Hallo. Ja, irgendwie, ich habe gerade kein Plan, was die gerade gelabert hat, und war gerade ziemlicher Bug irgendwie in den Dialogen. Die Waffe ist immer noch richtig gut. Beides Marinesoldat, okay. So. Ja, und auch hier bekommen wir. Hey. Sachen, die nicht für unser Level sind, auch wenn es gerade nur, ja, quasi ein halber Balken war. Und ich würde auch sagen, ich nehme mal diese Mission hier an. Dass wir da mal reinschauen, da ist ein Loader in einem Kleid? R0513 Rosie. Okay, Rosie. Aha, gibt einen Skin. Sehr schön. Okay, würde ich sagen, machen wir mal die hier. Reinlichkeit im Aufwind. Gibt einen Kopfskin. Ein Funke reicht aus, um eine Revolution zu entfachen. Ein zorniger, unnachgiebiger, robotischer Funken der Sache treu ergeben. Alle Bazillen sind zu vernichten. Meine Putzbots sind verschwunden. Mach Unordnung, damit meine drei Mitarbeiter sich zeigen. Okay, wir sollen ein bisschen. Ach so, ja, falls ihr ihn gerade gesehen habt, schaut mal. Das Halloween-Event. Event. Dazu wird auch noch die Tage ein Video kommen. Aber egal, wir sollen ein bisschen, ja, Vandalismus betreiben, sollen eine Mülltonne umwerfen. Die harten Jungs. Oh. Das ist auch ein Halloween-Fass. Da können manchmal bestimmte Sachen drin sein. Anscheinend. Schreck mich nicht so. Alles klar, egal. Wir müssen Mülltonnen umwerfen. Wir sollen jetzt den Bot fangen. Verfehlt. Komm her. Ein Bot eingesammelt. Wir kommen dem Bazilla-Gaddon immer näher. Bazillenwitwen werden über den Leichen ihrer Bazillengatten weinen. Mach noch mehr Unordnung, um weitere Bots zu sammeln. Okay. Wir sollen die Wasserleitung zerschießen. Oh. Es wird ja hier richtig. Das Rohr, um das Wasser freizusetzen. Ah, okay, das ist eher für die Gegner gedacht. Okay. Stirb doch. Los, Wolf und Saint. Das war nicht so gut. Ich finde es ein bisschen cool, wenn man so mit Stromwaffen oder ja, Schockwaffen auch aufs Wasser schießen könnte, das Wasser dann irgendwie unter Strom gesetzt wird. Und Level up, yippie. Und blub. Jetzt können wir schon das nächste anschauen, können wir ja direkt machen.
Oh, ich sehe gerade, irgendwie geht meine Taste wieder hier. Ein Wunder ist geschehen. Wuhu. Was haben wir denn hier? Erhöht den Schadensradius deines Skills schmettern. Gar nicht mal so schlecht. Waffenshow. Du wirst in jeder Hinsicht besser mit Waffen. Erhöht Waffenschaden, Nachteilegeschwindigkeit, Magazingröße. Genau, ich konnte verringert Rückstoß. Oh, yes. Sieh dir das an. Jemand könnte ausrutschen und sich den Schädel brechen. Das gäbe dann überall Blutflecken. Ich bin wütend über das Chaos, das du verursacht hast. Gleich kommt ein Bot vorbei. Fang ihn ein. Unordnung entdeckt. Noch anfangen. Huch! Oh Mist. Was ist das denn für eine Waffe? Feind eingefroren. Komm schon. Oh nee, da fliegt er oben. Ich töte erstmal den Gegner hier. Oh nee. Das ist kein Bot, da oben fliegt, das ist mein Wolf. Wir haben einen neuen Skin bekommen. Dann aktivieren wir direkt um, dass unser Inventar nicht voll wird. Wie ist er denn hier? Hydrauliköl-Grün. Ja, klingt doch recht interessant. Nicht. Jetzt müssen wir euch auf die Ölfässer schießen. Mist. Muss man nicht verstehen. Und Peng. Ich sag, irgendwie gefällt mir die Moxie. Die Moxie, Granaten. Die gefallen mir irgendwie. Nein, nicht verstecken. Und wie ich sowas leiden kann. Wie ich sowas leiden kann. Toller Anfang, muss man doch recht sagen. Upsa. Na, lassen wir uns darum davon nicht beirren und machen direkt weiter. Wir wollen ja diesen Kopfskin haben. Oh, wieder von Anfang. Ja. Ihr macht doch Scherze. Geht's da lang? Nö. Das ist ein Fenster. Ich würde sagen, ich laufe lieber den Weg lang. Nicht, dass wir hier unnötige Gegner mitnehmen. Warum habe ich in der Waffe mit 6 Schaden bei mir? Ach, das war die eine Questwaffe, meine ich. Dann die nehme ich mit. Weil da waren ja gerade im Power Suits. Und die scheint sehr genau zu sein. Naja. Geht. Und jetzt zu dir da oben. Hm? Okay. So, mich interessiert es einmal, wo man da hinkommt, da unten. Gegner. Zugangstunnels. Ich musste sie vor einer Weile schließen wegen so einer Virusinfektion. Dir sollte aber nichts passieren. Nur bitte nicht. Einatmen. Ah ja. Ich denke mal, das finden wir auch noch früh genug raus. Und. Soldaten! Flankenmanöver! Es ist gefroren, besser aus! Ich habe übrigens mal den Ton von den Dialogen mal hochgestellt. Sollte man. Sollte man zu wenig. Sollte man im Nachhinein zu wenig von mir hören, dann müsstet ihr das unten reinschreiben. Ganz wie du meinst, du Arsch. Lecker. Ja, sollte man im Endeffekt zu wenig von mir hören, dann müsst ihr das unten reinschreiben. Dann stelle ich den Dialogton wieder nach oben. Und ja, da kommen wir nicht rein. Ja, noch nicht. Okay.
Dann würde ich sagen, geben wir mal die Questie ab. Wir bekommen ein bisschen EP. Und besorgen uns einen Copskin. Yippie! Ja, ja, schießt hier da oben Nummer. Und peng. Und da kriegt er noch eine. Du kriegst auch eine. Auch keine mehr. Mist. Ja, Rosie, gib uns mal deinen Kopfskin hier. Hallo. Danke sehr. Das Putzageddon beginnt. Die Bazillen werden geläutert durch Feuer und Seife. Keine wird verschont. Okay, wie Weltraumpirat heißt der Skin. Wow. Kavum. So, aktivieren wir den. Hier haben wir ja leider keine Anpassungsstation. Deswegen würde ich sagen, machen wir weiter und suchen Dean. Da lang. Ui. Oh, das Schild ist so cool. Da können wir richtig schön rennen. Abgesehen von der geilen Shotgun. Ich komme einfach nicht auf die Shotgun gleich. Finde ich so cool. Hey. Ich glaube, er denkt, wir sehen ihn nicht. Wow. Ich weiß. Yo. Ich würde sagen, ich renne jetzt einfach weiter. Huch. Ja, es geht doch ganz gut mit der Waffe. Ja, geht ganz gut, ja. Hey, oh, Feige. Ich renne jetzt weiter. Lass mich in Ruhe. Ach, ich muss ja gar... Oh. Ich bin ein Held. Ich muss da rein. Wenn man da oben in Ruhe geben würde, dann würde ich ja mal hier rausfinden, warum Dean so wütend ist. So, du da oben bist es ruhig. Mit dir gebe ich mich nicht ab. Also Dean, wart los. Fehlbesetzungen bei Filmen, die ich noch nicht mal gesehen habe. Rede einfach mal mit ihm und schau, ob du ihn beruhigen kannst. Komm runter. Wenn ich Videospielen Scheiße baue, lasse ich das immer an meiner Umgebung aus. Ich auch. Ich rege mich sehr leicht auf. Wenn wir ein Brettspiel spielen und du gewinnst, schneide ich dir die Ohren ab. Nun halt schon die Klappe. Jack sieht echt gut aus. Und das gibt mir das Gefühl, nicht so gut auszusehen. Und das macht mich wütend. Ja, Mann. Oh, so ehrlich, es muss doch einen Weg geben, den Karl etwas abzukühlen. Nein. Jack hat mich hier sitzen lassen und er zahlt auch nicht so toll. Darum musst du dir jetzt meine Hasstiraden anhören. Ich hasse Bücher. Ich hasse fast alles. Wenn ihr keine Bange, ich bin cool. Mit dieser Shotgun bleibt man die ganze Halbzeit cool, glaube ich. Ach, das gab es in Jacks Office, das heißt, ich würde sagen, wir gehen hier mal die nächste, ich würde sagen, wir machen die hier, Echo-Tag will ich aufsammeln. Ich hab Sichtkontakt. Schön für dich. Ich auch. Oh,
Uns geht's doch gut hier. Also, ein Echo-Tagebuch. Mal gucken, über wen. Enter-Kommando. Ich denke mal vielleicht wie Jack. Irgendwie ist es Jack. Okay. Angel, such mal raus, was wir über Athena haben. Hier, Nox. Heute um 0300 entfernte Lance-Assassinin Athena sich unerlaubt von der Truppe, wobei sie 9,5 Crimson Lance-Soldaten tötete. 9,5. Einer von ihnen wurde mitten durchgeschnitten. Vertikal. Er lebt, kann aber nur noch hüpfen. Jedenfalls vermutlich war sie nicht begeistert, dass das Atlas-Oberkommando sie dazu verleitete, ihre eigene Schwester zu töten. Tolle Idee, ihr Trottel. Wenn man jemand töten will, heuert man jemand an, dem das scheißegal ist. Wie auch immer, sie ist entkommen. Mit etwas Glück kommt sie irgendwann zurück und tötet uns alle. Nox Ende. Nox? Der Typ mit dem kranken Roboteranzug? Der ist tot? Nicht übel. Das ist der General Nox aus dem Borderlands 1 DLC, das ich leider nicht gespielt habe. Ich habe von den Borderlands DLCs habe ich nur das Zombie DLC. Also geht es um Athena anscheinend oder um alle vier, ich weiß nicht. Also hier geht es auf den Kings of Athena, dass sie mal von Apiron angeheuert wurde. Schauen wir mal, um wem das zweite geht. Aha. Nee. Ja, wo ist es denn? Bin ich jetzt ganz doof? Hier nicht? Hier auch nicht? Ja, das wäre Laser. Oha. Diese Effekte. Und kein Einschlagskrater. Ah ja, wir sind hier. Aha, da oben ist es ja. Okidoki. Lass mal hören, was du über Nisha hast, Angel. Klar. In allen Bezirken nach einer Revolverheldin mit Namen Nisha. Gesucht wegen Bankraub, öffentlichem Alkoholkonsum und Mord an mehreren Amtspersonen. Mord an Amtspersonen? Nein, 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 das klingt eher nach einem Banditen. Die Amtspersonen waren Banditenführer, die sich in Machtpositionen hineingemordet hatten. Die Städte standen eine Stufe höher als Banditenlager. Oh, sie ist also eine Banditin, die andere Banditen killt. Nett. Hat sie, einen Freund? Banditen killen und dafür Geld sehen? Muss ein tolles Leben sein. Nisha ist ja die Freundin von Handsome Jack in Borderlands 2. Als Nebeninfo. Und jetzt haben wir hier bei Rosie eins drin. Wahrscheinlich über Claptrap oder über Wilhelm. Wilhelm. Na schön, machen wir ihn an. Claptrap. Abschalten, abschalten! Wie soll ich einen allmächtigen Roboter-Soldaten erschaffen, wenn er nicht aufhört? Zu tanzen! Du kämpfst gegen seine grundlegendste Programmierung an. Du musst mit seiner Dämlichkeit arbeiten, nicht dagegen. Das ist eine wirklich gute Idee. Danke, Baby. Du bist die Beste. Jack ist also an dem ganzen blöden Gehopse schuld? Super. Ist echt so. Was ist das denn? Turner finanzierte die ersten Jahre Hyperions. Als eine
einer der ersten Befürworter des letzten Konzernkrieges, profitierte Turner stark vom Sturz der Zentralregierung. Mit seinem Riesenvermögen holte Gründer Turner Alma Heron und Lawrence de Quitt an Bord und formte die Hyperion Corporation zu der vielfältigen Supermacht, die sie heute ist. Ah ja. Interessiert mich nicht. Das ist quasi wie so eine Art Museum hier. Man kann die einzelnen Sachen anhören. Völlig Storytime. Ja, das ist wieder Laser schon wieder. Das vierte Audiologbuch, das ist über Wilhelm da oben. Holen wir das mal. Aha. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Waffenkiste. Nö. Was haben wir über Wilhelm? Hochqualifizierter Söldner. Hat für jedes Unternehmen unter der Sonne gearbeitet und sein Killcount entspricht der Einwohnerzahl eines Kleinstaats. Klingt, als sei er genau das, was wir suchen. Negative Eigenschaften? Von Geburt an leichter Knochenschwund, was die vielen Skelettimplantate erklärt. Ist deswegen möglicherweise süchtig nach kybernetischen Erweiterungen. Er ist süchtig danach, dass man seinen Körper mit Metall spickt? Ja, er wäre ein guter Kandidat gewesen, aber es besteht das Risiko, dass er nach einigen Dienstjahren mehr Maschine als Mensch wäre. Ehrlich gesagt, Angel, das klingt total irre. Stell ihn ein. Nennt mich ruhig süchtig. Ich bin derjenige, aus dessen Augen Laser schießen, während ihr an Turbokrebs krepiert. Klasse. Jetzt haben Sarpedons Leute nichts gegen euch in der Hand, wenn das hier vorbei ist. Kommt irgendwann zurück. Toller Fisch. Nö, will ich nicht hören. Also, gehen wir mit dem nächsten weiter. Erledige Soldaten der Lost Legion, ja immer. Sorry, ein paar Lost Legion-Typen kontrollieren mein Sprachausgabeterminal und zwingen mich, blödes Zeug zu sagen. Kill sie bitte. Tittenvulkan. Ah ja. Ich renne die ganze Zeit. Was sagen die EP? 19,5. Was sagt er? Und tschüss. Nö, ich drehe mich nicht um. Ich kaufe lieber Munition. Ja. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es schade, dass hier Markus die gleichen Sprüche wie aus Borderlands. Zwei hat. Das finde ich recht schade, dass wir hätten ruhig neue Sprüche reinhauen können. Da kannst du mal ein Mundwerk halten. Danke. Genau. Ja, schönes. Nö. Wir rennen weiter. Nicht darunter. Ich will meine Folge schaffen, ohne runterzuspringen. Oder irgendwo runterzufallen. Müssen wir einsammeln. Gutes Ding. Dann mal los, Leute von der Lost Legion. Die Granaten. Juhuhu. Die Typen mit dem liebsten Vergnügen. Mich kriegst du nicht tot. Glaube ich aber schon. Das war schon? Wo du schon mal dabei bist, könntest du mir etwas intelligentere Lektüre zum Vorlesen suchen? Ich muss mir diesen ganzen Popo-Salat-Blödsinn aus dem Mund spülen. So Dinger mit Worten drin? Okay. Jetzt müssen wir noch Bücher suchen. Na ja, rennen wir erstmal in die Richtung. Bei denen ist eins drin. Ah, ne. Da oben? Da unten?
kommen wir denn da rein? Ach, pff. Aha. Der Putzbot hat ein Buch und kann nicht mal lesen. Süß. Er möchte doch auch eine Aufmerksamkeit. Gebundene Ausgabe, riecht alt, keine Knarre auf dem Titelbild. Ja, das sieht nerdig genug aus. Ja. Ich muss sagen, so langsam gefällt mir Wilhelm wirklich so als Charakter. Du da, mach mal auf. Danke. Waren wir hier schon mal? Ach ja. Die Forschungsabteilung. Oh, was willst du denn jetzt? Bing und... Wuff, zerquetscht, zermatscht, zerhauen, zerhauen. Ja, noch mehr. Wow, 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 wow. Ich hätte ja gerne wieder mein Talent von der Sirene aus Borderlands 2, dass wenn ich einen Gegner getötet habe, dass ich... Ja. Das sieht toll aus. Schick es mir bitte, damit ich endlich mein Talent als Sprachkünstlerin beweisen kann. In der Nähe ist ein Scanner, den kann sie benutzen. Ja, dass wenn ich jemanden töte, dass dann... Ja, ich Leben dazu bekomme bei jedem Schaden, den ich verursache eine Zeit lang. Und Jack geht wieder auf Claptrap. Stirb. Bitte. Danke. Gut, dann haben wir es noch eine Quest über, ne? Oder wollen wir die eben machen? Machen wir eben die da, dann geben wir die ab. Oh nein. Nakayama ist der quasi Antagonist von Borderlands 2 aus dem Hammerlock DLC, der dringend Aufmerksamkeit sucht und diese will im Sinne, ja, quasi indem man ihn angreift und töten will. Oh Mann. Ist irgendwie witzig, dass man den aussieht. Das ist echt cool. Er hat tief gekühlt. Ach, da ist er. Sprich mit Nakayama, wo ist er denn? Da ist er. Unbekannter Nutzer registriert. Legitimation verweigert. Oh, sorry. Ich muss eben niesen. Deswegen war der Ton gerade weg. Das Terminal, okay. Hey! Wer nutzt dieses Terminal? Geben Sie mir Ihren Autorisierungscode. Wer ist da? Nennen Sie Ihren Rang und die Seriennummer. Vergiss es. Ich mag dich. Schick deine Abteilung in den Arrestblock. Ausbruchalarm. Jack muss meine Nachricht kriegen. Du musst mich beschützen. Ja, ja. Oh mein Gott. Sie werden uns alle töten. Beschütze mich, während ich die Nachricht hochlade. Wenn er sie nur bekommt, sterbe ich wenigstens nicht umsonst. Ja, wo... Da sind sie. Frisst die Granate! Oh. Das läuft so wie ich will! Geh wieder dahin, wo du herkommst! Ich hab's
fühlt sich das so an, wenn man erschossen wird? Ich habe Angst, dass die Shotgun so langsam, ja, zu schlecht wird. Oha, bleibt mal weg hier. Nein, das nicht die da. Genau. Oh ja, aber die Waffe, die wird noch ganz lang aktuell sein. Hey, stirb. Danke. Was war denn das jetzt? Bam. Und bang und bang und buff. Und piep. Sende Nachricht von Professor Nakayama an Jack. Und jetzt spielen wir. Wir warten aufs Christkind. Do you like me? Yes, no, Nakayama. Er fragt Handsome Jack. Die wichtige Nachricht von Ihnen, Handsome Jack, ist, ob Handsome Jack ihn mag. Und vielen Dank nochmal für. Ah! Es tut mir erst klar, wie nah ich den Tod war! Ah! Mein Gott, ich. Überventiliere! Schnell! Nimm mich in den Arm! Nein! Oh Mann. Sag's mit Luck. Mami hat immer gesagt, die Jungs sind nur so gemein zu dir, weil sie dich lieb haben. Etwas beeilen? Ich muss wieder in meinen Schrein. Okay. Ich warte nun schon ewig auf eine Antwort von Jake. Vielleicht muss ich ihm zeigen, dass ich es ernst meine. Oh, oh, treib etwas Farbe auf und gib sie einer Claptrap-Einheit. Ich habe eine Idee. Jetzt kommt's. Bei Rosie wieder drin. Rosie, wir kommen wieder. In der Claptrap-Wartungsstation findest du bestimmt Farbe. Prima. Yay. Gib die Farbe einem Claptrap und bitte ihn, meiner Bewunderung bildlichen Ausdruck zu verleihen. Als Hommage an den Mann, der mich hergebracht hat. Gelb ist seine Lieblingsfarbe und der erste Eindruck zählt. Wenn also alles gelb ist, wird er mich lieben. Okay, wir müssen eh in Jacks Büro für die ganzen Quests, die wir abgeben müssen. Deswegen, ja, ist es gar nicht mal so schlecht. Ja, hier ist ein Arbeiter-Claptrap-Einheit. Sei cool, sei cool. Okay, okay, okay. Oh, eine andere Claptrap-Einheit. Da. In der Nähe von Jacks Büro. Wenn der Roboter das Gemälde fertig hat, läuft Jack jeden Tag daran vorbei. Zieh dir diese Trottel an! Verplemper dir digitales Dasein an einem Computer! Ich danke dem allmächtigen Roboterpolizisten, dass ich nicht auch so ein blöder Bürohengst bin. Der hier hat nichts zu tun. Er kann mein Meisterwerk erschaffen. Irgend so ein Forscher will Jack rumkriegen. Er will, dass du was Romantisches malst oder so. Oh, ich wollte tanzen. Mal dich an. Och, er versteht das einfach nicht. Schicken wir ihm ein paar Blümchen. Pflück ein paar von denen, die ich in der ganzen Station gepflanzt habe. Ja, sammeln wir mal die eben ein. Nein, wir geben jetzt die Quest ab. Dann dürfen wir Level 20 sein. Ja, mal du mal schön, Claptrap. Wir holen uns ja Level up, ab. Level up, ab. Noch zu haben ist, habt ihr nicht gehört, oder? Nein. Keine Bange, ich bin cool. Er ist cool. Ich bin dermaßen angepisst. Sie ist nicht cool. Kein Level up, oha. Das kann ja wohl nicht sein. Dann gehen wir mal Blümchen sammeln. Gerade eine Sekunde. Mal gucken. Blümchen für Jack sammeln. Ob das was wird. Hui. Nicht so Angriff. Ich gehe weiter.
Na la 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 la, das sind schon wieder Gegner, oder? Und ich sag immer die Fässer sind Gegner. Da sind Blümchen. Blümchen! Dummeli. Habe ich selbst gepflanzt. Blümeli. Blutorchideen. Sie symbolisieren den Tod und die Dauerhaftigkeit und Zungenküsse. Jawohl! Wir haben alle Blumen, die wir brauchen. Stellen Sie einfach vor Jacks Büro. Okay. Wenn Professor Nakayama das so will und unbedingt Aufmerksamkeit für unseren Jack braucht, mal gucken. Der Klepto liegt hier noch übrigens. Hier ein Blümchen. Und hier ein Blümchen. Das muss er einfach zur Kenntnis nehmen. Die kann er nicht übersehen. Endlich wird er mich bemerken. Brandschutzverstoß. Blumen versperren den Weg ins Büro. Blumen müssen aus Brandschutzgründen verbrannt werden. Was? Nein. Ja, ne? Tut mir leid. Also gut, wer zur Hölle verschandelt hier meine Station? Vortreten! Ich, Sir? Professor Nakayama! Ich bin der Genetik... Ja, scheißegal. Du nervst mit deiner komischen Kacke hier, Nakilama. Hör auf damit, oder stopf dich in einen Waffenwandler. Blöder Wichser. Hast du das gehört? Er hat meinen Namen fast richtig ausgesprochen. Das bedeutet, er liebt mich. Komm zurück, wir haben es geschafft. Ah, oh, ist zu übertrieben. Ey, lass mich in Ruhe hier. Ich möchte zu Lucky Lama. Dass die schon wieder respawned sind. Ist ja krass. Lucky Lama, bin da. Ich habe es geschafft. Noch was. Jack und ich werden bis ans Ende. Das ist echt schräg. Betritt die Müllpresse. Okay. Ich finde, dass es kein Anfangsdialog gab, aber gehen wir mal zur Müllpresse. Dumm, di dumm, di dumm. Ach ja, da waren wir ja vorhin. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ich habe den stündlichen Pressvorgang abgeschaltet. Solange keiner neuen Müll reinwirft, solltest du keine Probleme haben. Warum lässt du mich da oben nicht einfach in Ruhe? Ups. Bist du gefangen? Hey. Ich hätte dich vielleicht warnen sollen. Da ist es! Töte es! Huch! Meg. Ja, aber ich würde sagen, keine Chance gegen meine OP-Shotgun. Keine Granate mehr, scheiße. Und tschüss. Ey, ich sag tschüss. Tschüss! Noch ringen Loot, 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 nö. Was war das denn für eine Waffe? War aber keine Uniques, war. Laserwaffe mit Genauigkeit 100%. Probieren wir die mal aus. Wird wahrscheinlich so eine Einschusslaser sein. Ah ja. Keine Waffenkiste. Nein! Ach, übrigens. Waffenschaden. Was ist eigentlich ganz unten? Cyborg-Verbesserung. Wenn dein Schild erschöpft ist, aktiviert sich die Vergeltungskanone auf deiner Schulter. Sie feuert verbrennende Laserschüsse ab. Cool. Du bist im Waffenladen? Jack hätte bestimmt nichts dagegen, wenn du dir ein bisschen Ausrüstung schnappst. Du hast es dir verdient und er mag uns beide wirklich. Also. Naja. Abgesehen von Geld bringt das eh nichts. Oder haben wir hier noch irgendwas? Nö.
Also ich glaube, ah, halt aber was. Piu, piu. Ach, nerv mich nicht. Hey. Hey. Ja, gut, dass wir hier LP machen, ne? Mach auf, sonst komme ich mit Gewalt rein. Eure Mission ist stolz da oben. Corporal Bob? Das scheint ein besonderer Gegner gewesen zu sein. Aber... ja, irgendwie hat er nicht viel Leben gehabt und keinen guten Loot. Aquilama. Hier. Tut mir leid, dass ich dich fast umgebracht hätte. Sind wir noch Freunde? Wir waren nie Freunde. Nein. Gut, Wilhelm. So. Alle Quests erledigt. Machen wir die hier noch. Und dann... wobei, wir haben es in Level 20, deswegen lassen wir die. Gut, dann mache ich jetzt einen Cut. Ja, ein bisschen Storytime hatten wir. War, ja, hatten ein bisschen was herausgefunden über die Charaktere. Über unser Vault Hunter. Haben Nakayama wieder gefunden. Ein Level gemacht, über ein ganzes Level. Also, ganz erfolgreich. Das heißt, ja, Badass-Punkte verteilen erstmal, haben wir keine. Jo, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Leute, haut rein, viel Spaß noch und tschüss, euer Dommer.